E-Mail. In den Zeiten von Messengern fühlt sich das so ein bisschen wie Fax an. Es gibt ja eigentlich auch bedeutend bessere Alternativen, aber irgendwie, man braucht es halt doch. In meinem Business-Alltag kommen, und das ist jetzt tatsächlich ein gerundeter Mittelwert, 73 E-Mails am Tag an. Nur E-Mails, keine Spam. Bei mir kommen dann natürlich noch einen ganzen Haufen anderer Plattformen dazu, wo man mich erreichen kann, aber der größte Problempunkt bei den E-Mails ist, verschlüsselt ist im Schnitt genau eine von diesen 73. Das an sich ist zwar einfach nur anstrengend zu bearbeiten, aber darum geht es in diesem Video nicht. Es ist noch immer absolut selten, von einem neuen potenziellen Partner auf einem anderen Medium als E-Mail zu hören oder von der Community. Und wenn es denn ein anderes ist, dann ist es häufig LinkedIn, Instagram oder Discord. Und all diese Plattformen haben etwas gemeinsam. Sie sind im Regelfall unverschlüsselt. Und das heißt, sensible Informationen können mitgelesen werden. Sendet ihr mir zum Beispiel eine E-Mail darüber, dass euer Ex-Mann euch terrorisiert und hackt, dann ist das auch für euren und auch für meinen E-Mail-Betreiber wunderbar sichtbar. Und ja, es ist bei einigen Anbietern üblich, E-Mails entweder mit einer KI zu filtern, um Spam oder unerwünschte Nachrichten loszuwerden. Und wenn sich eine KI nicht ganz sicher ist, dann darf halt der Mensch wieder ran. Das heißt, da sitzt dann irgend so ein Typ in einem Zentrum oder in einem Callcenter drin und liest eure E-Mail und sagt dann, ja, das ist okay oder nein, das ist nicht okay. Sendet ihr an eure Therapeutin zukünftige zum Beispiel eine E-Mail, um auf eine Warteliste zu kommen, worin ihr beschreibt, wie ihr als Kind sexuell missbraucht wurdet, um dringend eine Therapie zu bekommen, dann ist das auch für die E-Mail-Betreiber von euch und denen eurer Therapeutin einsehbar. Und nein, diese Beispiele sind nicht zufällig gewählt. Der stalkende Ex-Mann ist eine Sache, die mir ungefähr einmal im Monat zugesendet wird. Also definitiv keine Seltenheit. Und die therapiesuchende E-Mail ist eine nicht weit hergeholte, allerdings in diesem Fall fiktive Geschichte, die seit der Chat-Kontrolle-Abstimmung sehr relevant geworden ist. Ihr erinnert euch, Chat-Kontrolle 2.0 war das, wo die EU eine KI zum Durchleuchten von Chats, Online-Meetings etc. einsetzen wollte. Auch wenn diese eigentlich verschlüsselt sind. Chat-Kontrolle 1.0 ist allerdings bereits beschlossene Sache und genau solch eine E-Mail würde von einigen E-Mail-Anbietern durchaus erkannt werden und direkt zur Anzeige beim BKA gebracht werden. Aktuell, Chat-Kontrolle 1.0, ist es nämlich optional, diese E-Mails schon zu scannen, auch wenn die zum Beispiel nicht gezwungen werden, die Anbieter. Also Gmail macht das zum Beispiel freiwillig, andere Anbieter nicht. Man darf momentan, man muss aber nicht. Ja, und die beim BKA, die lesen dann natürlich mit. Die müssen ja überprüfen, ob das wirklich jetzt eine echte Anzeige ist oder nicht. Obwohl das ja eigentlich zu den privatesten Themen überhaupt gehört. Ich meine, ärztliche Schweigepflicht kann ich genauso wegwerfen wie das, was ich gerade eben weggeworfen habe. Und es gibt leider immer wieder Fälle, wo ein Freund eines Freundes einen Freund hat, der auf solche Infos dann doch zugreifen könnte. Und naja, wie könnte man schon einem guten Freund so einen Gefallen abschlagen? Ist ja nichts dabei, ihr kennt das. Ein weiteres Beispiel als Motivation möchte ich noch bringen. Ein französischer Klimaaktivist wurde nämlich festgenommen. Und das, weil seine E-Mail-Adresse bekannt war und der E-Mail-Anbieter seine IP-Adresse mitgeschrieben hat. Ein Klimaaktivist. Das ist ein erschreckendes Beispiel, wo es Aktivisten extrem schwer gemacht wird und man direkt Angst bekommt, sich überhaupt für irgendetwas einzusetzen. Deswegen ist gerade für Journalisten und Aktivisten eine sichere Kommunikation absolut unerlässlich. Und dieses Beispiel und vielleicht noch das von Edward Snowden zeigt nicht nur in Ländern wie Saudi-Arabien oder China mit einem schlechten Pressefreiheitswert, sondern auch bei uns ist so etwas definitiv relevant. Das letzte Beispiel wird für jeden von euch relevant sein. Ist euch schon mal eine Werbung aufgefallen, die verdächtig nah dran war an einer E-Mail, die ihr gerade bekommen habt? Seltsam, oder? Das liegt daran, dass viele E-Mail-Anbieter E-Mails für Werbezwecke scannen. Sprich, oh, du hast einen neuen Pullover bei EMP für dein Video am 24.12. Dann kriegst du so lange Werbung, bis du das verdammte Teil kaufst. Warum das problematisch ist, dürfte Cambridge Analytica ganz gut gezeigt haben. Und ja, auch dazu kommt noch ein Video. Ich denke, es ist also klar, warum man also zumindest dafür sorgen sollte, eine Möglichkeit zu haben, eine anonyme E-Mail-Adresse zu nutzen. Aber wie? Bevor wir richtig starten, dieses Video ist nicht gesponsert, ich habe aus eurem Feedback gelernt. Und Nummer 2, ihr ahnt es schon, ich möchte, dass ihr ganz kurz das Video hier pausiert und jetzt schreibt, welchen oder welche E-Mail-Anbieter ihr nutzt, falls es mehrere sind. So, und der letzte wichtige Punkt, bevor wir starten,
Wegwerf-E-Mails, also E-Mail-Adressen, die nur einige Minuten gültig sind, werden hier nicht betrachtet. Was macht denn für euch einen guten E-Mail-Anbieter aus? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein gutes und ein einfaches Nutzerinterface da ganz oben stehen sollten. Kann man das Ding auch gut nutzen, wird es auch wahrscheinlich eher genutzt werden. Das ist einfach so. Hier gibt es aber jedoch ein kleines Aber. Es gibt ja tolle E-Mail-Clients, wo man einfach seine Mails einpflegen kann. Deswegen, sowas wie Thunderbird, Outlook oder sowas, sollten wir separat betrachten. Aber trotzdem ist die Usability, wie man so schön sagt, ein definitives Merkmal für den Anbieter, den ich hier jetzt aussuchen möchte. Gerade für eine einfache Nutzung ist aber immer wieder die Thematik relevant, wie viel Speicher man auf seinem E-Mail-Account hat. Bezüglich der Anonymität gibt es dann auch noch zwei Dinge, die wir schützen wollen: Metadaten und Inhalte. Metadaten bedeutet etwa, wenn Facebook auf zwei Handys installiert ist, die mehrere Nächte in Folge im selben Wi-Fi eingeloggt sind, dann weiß Facebook, dass ihr in einer Beziehung seid, ohne auch nur einmal eure WhatsApp-Nachrichten gelesen zu haben. Wenn die Anzahl der Nachrichten von euch an die Freunde eurer Freundin geringer werden, dann denkt Facebook, dass eure Beziehung den Bach runtergeht. Und nein, das ist nicht fiktiv. Das wird genau so gemacht. Inhalte sind natürlich die Nachrichten selbst, die wir verschlüsseln wollen im besten Fall. Klar, dass die besonders sensibel sind, habe ich ja schon eingehend erleuchtet. Für unsere Metadaten ist es zwar immer toll, wenn Zahlungen, falls überhaupt nötig, anonym machbar sind, also über PaySafeCard zum Beispiel, wobei das nicht wirklich die anonymste Lösung ist, aber dazu ein anderes Mal mehr. Oder am besten anonyme Kryptowährungen und dass man sich ohne Ausweis oder ähnliches registrieren kann. Solche Informationen können einfach viel zu leicht auf eine Person zurückführbar sein. In der Praxis wird eine E-Mail eines Journalisten allerdings eher öffentlich sein, also sowieso mit dem Namen verknüpft, zum Beispiel über eine Webseite und ja, wie gesagt, nicht wirklich anonym. Für Privatpersonen oder Whistleblower hingegen, die anonym und ohne Unterschrift kommunizieren wollen, ist das aber trotzdem ein wichtiger und hilfreicher Punkt. Überlegt also für euch, was euch da wirklich wichtig ist. Der nächste Punkt betrifft die Inhalte. Im besten Fall sollten alle Nachrichten, die reinkommen, verschlüsselt rumliegen. Ja, ich habe auch Tutorials erstellt, wie man E-Mails auch bei Gmail und anderen Anbietern verschlüsseln kann, aber wie schon gesagt, das tun die allerwenigsten und ich kann das verstehen. Die meisten schicken einfach drauf los, weil der Overhead mit Schlüssel erstellen, Schlüssel verwalten, Public Key an den Empfänger schicken, dann wieder warten, bis man überhaupt mal anfangen kann. Das nervt gewaltig und birgt auch viele Fehlerquellen. Ich erinnere da mal ganz kurz ans BSI. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat aus Versehen in einer E-Mail ihren privaten Verschlüsselungsschlüssel mitgeschickt. Wenn es aber bei euch verschlüsselt rumliegt, dann weiß schon mal ein Anbieter weniger, was für sensible Informationen da versendet wurden. Und wenn das sogar beide tun, dann ist das ja eigentlich das, was wir wollen. Wo wir aber gerade bei Verschlüsselung sind, manche User haben ja durchaus Verschlüsselung für sich eingerichtet und hier gibt es einige Betreiber, die das direkt in ihre Web-Apps einbinden. Das heißt, der Schlüssel eures Gegenübers wird automatisch gesucht, gefunden und ihr könnt leichter verschlüsseln. Das ist ein tolles Feature und kann wirklich der Usability helfen. Und der letzte Punkt, der betrifft die Sicherheit. Ihr müsst ganz, ganz dringend eure E-Mail-Konten sichern. Also absichern mit Mehrfaktor-Authentifikation. Das ist ein Must-Have, um nicht super leicht gehackt zu werden. Lasst mich ganz kurz erklären. Eure E-Mails sind euer Schwachpunkt. Nehmen wir an, ihr nutzt Spotify und habt dort ein wirklich gutes Passwort. Nehmen wir an 120 Stellen, alles von einem sehr guten Zufallsgenerator erstellt und im Passwortmanager hinterlegt. Top-notch sozusagen. Leider ist Spotify behindert und stellt keine Zwei-Faktor-Authentifikation zur Verfügung. Ist wirklich so. Nehmen wir jetzt noch an, ein Hacker kann in euer Mail-Konto eindringen, weil ihr das dummerweise nicht sehr gut abgesichert habt. Dann kann der jetzt einfach euer super-duper-Passwort von Spotify zurücksetzen und schon ist der Account weg. Und ja, das geht an vielen Orten leider viel zu gut. Was ihr also braucht, ist 2FA oder am besten sogar einen Security Key auf eurem E-Mail-Account. Das ist so ein Teilchen. Und ja, das muss der natürlich dann auch unterstützen. 2FA ist mittlerweile eigentlich Standard, aber Security Keys werden noch immer nicht wirklich verbreitet unterstützt. Daher ist das auch ein Kriterium für mich, zu welchem Anbieter ich eigentlich möchte. Lasst mich hier gleich sagen, da draußen gibt's
so viele E-Mail-Anbieter. Ich kann natürlich nicht alle unter die Lupe nehmen. Aber mit den Kriterien habt ihr die Werkzeuge. Dann könnt ihr selbst feststellen, wie gut eigentlich ein Anbieter ist und den selbst untersuchen. Gerne kommentiert das auch ganz gerne und ergänzt mein Video hier. Das wäre super nice von euch. Also fangen wir an mit dem Kriterium, wo die allermeisten rausgeworfen werden. Verschlüsselte Anbieter. Davon gibt es wirklich wenige. Wie gesagt, Gmail scannt Inhalte fürs BKA, GMX und Web zum Beispiel scannen für Werbung. Und auch die Eingänge von Yahoo, Outlook, AOL, T-Online oder Freenet oder wer kennt sie nicht alle, sind nicht verschlüsselt. Diese Anbieter sind extrem weit verbreitet, aber eigentlich nicht sonderlich geil für Anonymität. Klar, die Integration mit dem Kalender oder ein Reisefeature, das ist schon ziemlich geil und oft unverzichtbar für Firmen für einen geilen Workflow. Aber dazu kommen wir noch. Und damit kommen wir zu den folgenden Anbietern, die sich tatsächlich um eure Privatsphäre Gedanken machen. Man muss ja sagen, die müssen das wirklich aktiv entwickeln, ansonsten funktioniert das ja nicht. Gut, also unsere Fast-Sieger. Fangen wir an mit Mailfans. Mailfans ist ein Anbieter, der euch nicht nur Security bieten möchte, sondern sogar für Unternehmen und Unis eine Alternative sein möchte. Es möchte eine echte Alternative zu Gmail und Co. darstellen mit Funktionen wie Messaging, Dokumentencloud, also wie die Google Cloud im Endeffekt, Kalender, Kontakten, Gruppen etc. Sie bieten eine sehr intuitive Integration von OpenPGP, die ich hier einfach mal loben muss, und bieten somit leichte Verschlüsselungen mit Ende-zu-Ende wirklich, ja, und sogar digitalen Signaturen, falls man das möchte. Gerade im Unternehmenskontext ist das ziemlich solide. Mit der kostenlosen Option bei Mailfans bekommt ihr immerhin 500 MB Speicher. Die Bezahloptionen fangen ab 2,50 Euro im Monat an und bieten dann aber auch tatsächlich 5 GB Speicher und 10 Mailadressen. Zahlung mit Kryptowährung ist allerdings nicht möglich. Leider, und das ist der Grund, warum sie hier nicht der Testsieger sind, loggen sie unter anderem die IP-Adresse und ihr Code ist auch nicht Open Source. Über Startpage hatte ich ja schon berichtet und ich bin immer noch der Meinung, dass ihre Suchmaschine eine der besten, wenn nicht sogar die beste für Privacy ist. Startmail ist der E-Mail-Dienst von Startpage und auch hier sind die meisten Punkte eigentlich erfüllt. Krypto-Payments und alles check. Besonders toll fand ich, dass Metadaten wie der Header und die IP-Adresse einfach von den Mails entfernt werden, die braucht man ja eigentlich nicht. Aber, und das ist wirklich nur ein Usability-Feature, Startmail bietet leider keinen E-Mail-Client für Mobile an. Das ist schade und wird sich vermutlich bald ändern, aber so lange gewinnt Startmail leider den Test hier nicht unbedingt. Da sind die anderen einfach weiter. Die meisten von euch werden wahrscheinlich mobil ihre Mails checken und beantworten und da nicht irgendwelche komischen Umstände haben wollen. Dasselbe gilt hier übrigens auch für Sovereign, die ebenfalls sowas nicht anbieten. Allerdings bieten die auch keine richtig guten Verschlüsselungsoptionen. Und auch häufig empfohlen wird Hashmail. Die haben leider einen kleinen Logikfehler in ihrer Anwendung. Das Passwort für den PGP-Schlüssel wird nämlich an den Server gesendet. Da Hashmail zudem nicht Open Source ist, weiß man nicht sicher, was dort dann damit gemacht wird. Im schlimmsten Fall könnte Hashmail hier das Passwort für euren Schlüssel einfach mitlesen. Zwar unwahrscheinlich, aber ein bisschen ungutes Gefühl ist es dann schon. Und damit kommen wir zu meinen 5 Finalisten, die wir uns nochmal genauer ansehen wollen. Posteo, Mailbox, ProtonMail, Tutanota und C-Templar. Alle Anbieter sind Open Source, das heißt, jeder kann sich ansehen, was auf der Plattform eigentlich passiert. Klar. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht noch was am Code ändern, bevor es wirklich live geht, aber grundsätzlich kann ich mir zumindest den Code ansehen, was der Security gut tut. Jeder kann da nach Schwachstellen suchen und wenn er welche findet, kann er sie eben melden. Das ist besser, wie wenn das Ding einfach Closed Source ist, also niemand kann da überhaupt reingucken. Solche Idioten wie mich, die sowas in ihrer Freizeit gerne tun, gibt's dann doch tatsächlich mehr, als man denken würde. Verrückt, ne? Alle Anbieter verschlüsseln außerdem ihre E-Mails von Natur aus und Tutanota ist der einzige Anbieter, der PGP nicht nativ unterstützt. Das liegt aber bei ihnen daran, dass sie ihre eigene Implementierung pflegen, die eben zusätzlich zu PGP noch die Adresszeile und die Metadaten mit verschlüsselt. Wir starten aber erstmal mit ProtonMail, denn hier gab es in letzter Zeit einige unangenehme Nachrichten. Ihr erinnert euch vielleicht an das Eingangsbeispiel zu dem französischen Aktivisten, der verhaftet wurde über den E-Mail-Anbieter. Tja, sein E-Mail-Anbieter war ProtonMail. Hä? Aber wie kann ich dann ProtonMail bis zu den Finalisten kommen lassen? Das liegt daran, was dazu nötig war.
Um diesen französischen Aktivisten zu verhaften, mussten die französische Regierung im Endeffekt oder die Ermittler mit der Schweizer Regierung aushandeln, dass Proton Mail durchsucht wird. Ja, Proton Mail liegt in der Schweiz. Diese Durchsuchung war aber nicht ausreichend, denn damit konnte man nichts anfangen. Also hat die Schweizer Regierung Proton Mail dazu verpflichtet, für diesen spezifischen User, also wirklich nur für den, mitzuloggen. Das durfte Proton Mail dann natürlich auch dem betroffenen User nicht mitteilen. Klar, sonst könnte der einfach einen anderen E-Mail-Dienst benutzen. Und das alles hat dann dazu geführt, dass er eben geschnappt wurde. Geschnappt in Anführungszeichen. Ein sehr, sehr langer Weg also, der allerdings durchaus schon einige Male gegangen wurde. Proton Mail versucht jedes Mal durch ein Verfahren eine solche Überwachung zu verhindern und erst kürzlich haben sie ein wichtiges Verfahren vor Gericht gewonnen, wonach sie eigentlich hätten alles mitspeichern müssen. Das heißt, eine Behörde muss zum aktuellen Stand Proton Mail dazu zwingen, Daten zu speichern und erst die Daten, die danach entstehen, werden weitergeleitet an die Behörden. Auch Tutanota ist das schon passiert. Die haben den Standort sogar in Deutschland und ja, die wurden auch schon von Behörden dazu gezwungen, mitzuschreiben. Das ist traurig, aber leider scheinbar gängig. Doch auch hier wird ausschließlich das entschlüsselt, was nach der Anordnung verlangt wird sozusagen und auch wirklich nur das für diesen einzelnen Nutzer. Unangenehm ist das Ganze aber schon und das zeigt auch ein wenig die ambivalente Haltung der EU und ihrer Nachbarstaaten. Auf der einen Seite möchte man mit der DSGVO möglichst tolle Richtlinien entwerfen, aber auf der anderen Seite sollen Strafverfolgungsbehörden Aktivisten verfolgen können. Und dasselbe Schicksal blüht übrigens auch unserem dritten Finalisten Posteo und unserem vierten Finalisten auch, Mailbox, denn die haben beide den Standort auch in Deutschland. 3 von 5 Finalisten in Deutschland. Das ist krass. Abgesehen von der Möglichkeit, dass die Behörden noch Zugang verlangen können, steht natürlich zusätzlich noch die Chatkontrolle 2.0 in den Startlöchern, wo wir aktuell nicht wissen, wie es ausgeht. Wird der Entwurf angenommen, müssen alle E-Mail-Anbieter E-Mails mit einer KI scannen und eventuell ans BKA leiten, falls was gefunden wird. Auch die Schweiz und damit Proton Mail ist davon betroffen, denn es handelt sich um eine Binnenmarktverordnung. Und leider auch unser letzter Finalist, Sea Templar. Die befinden sich mit Island, wo sie ihren Standort haben, auch im Binnenmarkt der EU. Aber noch ist es ja nicht so weit. Kommen wir doch nochmal zu den Vorteilen, die unsere 5 Finalisten mit sich bringen. Proton Mail bietet nicht nur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der E-Mails, sondern auch vom Kalender und den Kontakten. Proton Mail hat sich in der Vergangenheit auch wirklich für Nutzer eingesetzt und bietet tatsächlich auch einen Hidden Service, um sich aus dem Tor-Netzwerk wirklich anonym einloggen zu können. Das heißt, dann hat man gar keine Möglichkeit mehr, die IP rauszufinden, wenn man das aus dem Tor-Netzwerk macht. Also für Journalisten eine sehr gute Option. Außerdem hat Proton tatsächlich sehr gute mobile Apps. Ein Manko für mich persönlich ist allerdings der fehlende Support für Security Keys, der die Sicherheit einfach nochmal mehr erhöhen würde. Die Community schreibt im Blog auch tatsächlich schon seit 2016, dass sie sowas gerne hätten. Leider kam da aber noch nichts durch. Proton Mail kostet erstmal auch nichts, allerdings hat man dann auch nur 500 MB Speicher, was nicht sehr viel ist. Für 6,25 € im Monat gibt's dann 5 GB und einige Tools mehr. Und die kann man sogar mit Kryptowährung bezahlen, wenn man möchte. Proton Mail ist unter den Finalisten also auch wohl die berühmteste Option und definitiv auch keine schlechte Option. Mailbox bietet leider keine mobilen Apps, aber wenn man sich um Privatsphäre sorgt, ist das wohl ein Punkt, der hinten ansteht. So, mit Android und so, ihr versteht schon. Dafür hat Mailbox auf jeden Fall eine PGP-Verschlüsselung und verschlüsselt auch die Mails, die einfach so auf dem Server liegen. Allerdings gibt es einige Vorwürfe, dass während der Registrierung Tracker zum Greifen kamen. Und vor allem auch via PGP eben keine Betreffzeilen und Metadaten geschützt werden. Trotzdem Open Source, was schon mal gut ist. Security Keys werden auch unterstützt, was auch sehr schön ist und preislich geht es ja auch soweit klar, sofern man denn etwas bezahlen möchte. Eine kostenlose Option bietet Mailbox nämlich nur für 30 Tage. Danach ist der günstigste Tarif 1 Euro pro Monat. Er liefert euch jedoch 3 E-Mail-Aliases und 2 GB Speicher. Allerdings muss man hier bezahlen und eine Zahlung via Kryptowährung wird leider nicht unterstützt. Daher finde ich Mailbox zwar gut, aber nicht die beste Option hier.
Auch Posteo bietet euch neben E-Mails noch Kalender, Kontakte, Notizen und so weiter und so fort, die gleich mit verschlüsselt werden können. Anders als bei ProtonMail werden hier auch die Metadaten und Betreffzeilen mit verschlüsselt und laut dem Anbieter gibt es auch keine Logs. Wie gesagt, hier muss man natürlich auch wieder dem Anbieter vertrauen, ihr kennt das Spielchen. Sie haben sich zudem grüne Energie auf die Fahne geschrieben, entfernen IPs von E-Mail-Adressen oder von E-Mails, die reinkommen, verschlüsseln ungefähr alles und speichern laut ihnen ungefähr nichts. Ziemlich geil also. Leider gibt es keine Gratis-Accounts, aber ab 1 Euro pro Monat ist man dabei. Zusätzliche Mail-Aliases kosten 10 Cent, Kalender ebenfalls und jedes Gigabyte mehr Speicher kostet 25 Cent im Monat. Der Witz an der Sache, sie bieten nämlich keine Kryptowährung an als Zahlungsmittel, man kann ihnen einfach das Geld per Post schicken und so bezahlen. Das fand ich eine ziemlich kuriose Sache tatsächlich. Auch interessant, wobei ja ich Kryptos eigentlich mehr vertraue als der Post und schneller sind sie halt auch. Mobile Apps gibt's keine. Auf der Webseite verweisen sie an K9, einen guten Open-Source-Anbieter für E-Mail-Integration für Mobilgeräte. Ah, Tutanota, ganz klar einer der Favoriten der Privacy-Community und das trotz dem Sitz in Deutschland. Sie bieten tatsächlich eine ganze Reihe an Features, Verschlüsselung von allem natürlich ganz, ganz vorne. Adressbuch und Kalender werden direkt mit verschlüsselt, E-Mails werden aller Metadaten beraubt, sofern möglich und ein tolles Feature, man kann sogar die E-Mails durchsuchen, also den Text davon. Gelockt wird nichts und ganz besonders, sie haben eine E-Mail-App, die ein tatsächlich geiles Interface hat. Sowohl die Webseite als auch die Mobil-App. Das ist echt beeindruckend. Und das ist eigentlich auch intuitiv zu bedienen gewesen. Und zudem sehr nutzerfreundlich. Das Besondere an der App, so, jetzt kommt's, sie sind sogar im F-Droid-Store unterwegs. Das bedeutet, ihr könnt sie auch perfekt auf sehr anonymen Smartphones mit zum Beispiel Graphene OS nutzen. Aber dazu kommen wir in einem extra Video. Security-Schlüssel werden auch unterstützt und damit ist Tutanota ganz klar sehr, sehr weit oben auf meiner Liste. Auf grüne Energie wird ebenfalls Wert gelegt und einen Pentest gab es auch. Tutanota bietet auch eine Gratis-Option sogar, ihre Dienste komplett zu nutzen. Für 0 Euro bekommt ihr 1 GB Speicher, das ist tatsächlich das Beste unter den Finalisten bisher und einen Kalender gibt es noch oben drauf. Ab dem Premium-Tarif, der übrigens nur 1 Euro pro Monat kostet, also ziemlich fair, kommen wir dann aber zu dem Nachteil. Dem einzigen Nachteil tatsächlich. Es gibt keine Zahlung per Kryptowährung oder Cash by Mail, also quasi per Post eingeschicktes Geld. Eine Zahlung via Gutschein ist aber zum Beispiel möglich. Darüber könnte man sicher ein wenig erfinderisch werden. Oder aber ich mache hier einfach mal auf dem Kanal mal ein paar Aktionen, wer weiß das schon. Kommen wir zu unserem letzten Finalisten und das ist C-Templar. C-Templar ist ein echter Newcomer und ist in Island zu Hause. Das heißt außerhalb der EU und in einem der datenschutzfreundlichsten Länder überhaupt auf der ganzen Welt. Wie bei Tutanota wird hier alles verschlüsselt und man sammelt quasi gar keine Daten, keine Logs oder sonstigen Informationen. Auch die IP wird hier wieder entfernt, wo auch immer möglich. Das einzige Manko, Metadaten werden noch nicht verschlüsselt, mit der Betonung auf noch. C-Templar ist wie gesagt sehr jung und dementsprechend haben sie auch noch eine kleine To-Do-Liste, was sie alles machen können, aber tatsächlich wird das immer besser. Doch letztlich gibt es auch hier einen Gratis-Account und Bezahlvarianten und hier kommen wir zu einem kleinen Haken. Den Gratis-Account bekommt man nämlich nur über Einladung. Das liegt daran, dass man eben nicht unendlich viele Accounts generieren lassen möchte und sie so eben nicht überwältigt werden. Denn sie setzen ein Limit der E-Mails, die hier am Tag rausgehen. 200 Stück bei der Gratis-Option, aber mit 1 GB Speicher ist man ehrlich gesagt auch hier mit der Gratis-Option ganz gut dabei. Möchte man dann richtig mitmachen, so ohne eine Einladung, dann zahlt man auch tatsächlich 8 Dollar im Monat, das ist recht viel. Dafür hat man dann aber 5 GB Speicher und kann bis zu 2000 Mails am Tag versenden. Was aber definitiv genial ist, sind die Zahlungsarten, denn es wird nicht nur Bitcoin unterstützt, sondern Monero. Monero ist eine Privacy Coin. Ja, nicht die einzige, aber die wohl am weitesten verbreitete Privacy Coin. Zahlt man mit Monero, zahlt man automatisch so, dass niemand auch nur weiß, woher das Geld kam. Alles in allem also die anonymste Methode, die man überhaupt haben kann. Auch die Apps von C-Templar lassen sich sehen. Sie sind sowohl im App und im Play Store als auch im F-Droid Store für euer sehr anonymes Smartphone, wie gesagt Graphene OS, also sehr, sehr geil.
Ich persönlich glaube, ich habe euch hier die wichtigsten Kriterien vorgestellt, nach denen jeder für sich entscheiden kann, was eigentlich das Beste ist. Tutanota ist der wohl beste kostenlose Mail-Anbieter aktuell, um leicht reinzukommen, und auch die Premium-Features sind absolut fair vom Preis. C-Templar hat aber den gewaltigen Vorteil, nicht in Deutschland zu sein, sodass das LKA nicht mal so eben anordnen kann, ein Mailfach zu durchsuchen. Es ist traurig, das zu sagen, aber Deutschland ist nicht gerade ein privatsphärefreundliches Land. Aber allemal besser als Gmail oder Yahoo, wie gesagt. Doch auch C-Templar wird von der Chatkontrolle betroffen sein, sollte sie denn wirklich beschlossen werden. Dann wird die ganze Sache sehr schwierig. Deswegen hier mein Fazit. Einen eigenen E-Mail-Server zu nutzen, am besten von zu Hause aus, übertrifft wirklich alles. Doch das ist für die wenigsten wirklich geeignet. Das erfordert viel Aufwand und Pflege. Ich rate daher aktuell eigentlich zu C-Templar, wenn ihr wirklich ein bezahltes Abonnement braucht und wollt. Wollt ihr gratis unterwegs sein, bietet Tutanota wirklich viel und unkompliziert. Und auch die Bezahloption, wenn es euch jetzt nicht alles kaputt macht, wenn ihr nicht mit Kryptos bezahlen könnt, dann ist das auch absolut nice. Gegen alle normalen Verfolgungen werdet ihr hiermit sehr, sehr gut geschützt sein, würde ich behaupten. Sollte nun allerdings Chatkontrolle 2.0 beschlossen werden, dann werden beide Anbieter entschlüsseln müssen. Ich bin gespannt, was da dann passiert, und halte euch natürlich in den IT-Trends immer auf dem Laufenden. Solltet ihr aber wirklich sehr, sehr anonym kommunizieren wollen oder müssen, vielleicht noch abschließend, kommuniziert nicht via E-Mail. E-Mails sind zwar überall, aber nicht die beste Lösung. Messenger sind standardmäßig Ende-zu-Ende verschlüsselt, damit könnt ihr privater kommunizieren. Ich verlinke euch meinen Messenger-Vergleich gleich im Abspann. In diesem Sinne wird der Abschluss wieder etwas politisch, aber sei es drum, ihr kennt das Ganze ja. Haut den Abgeordneten der CDU und SPD gerne mal eure Meinung zur Chatkontrolle um die Ohren. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr ab jetzt für E-Mails nutzen werdet, und lasst mir gerne das Abo da und auf allen meinen anderen Plattformen auch, denn da gibt es noch sehr viel mehr Content, und dann kann ich euch informieren über die Sachen, die gerade passieren. Bis dann!